Ja, hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Jimmy and Blabla in the Pulsating Mess. Ja. Nicht wundern, ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, aber ich bin noch ein kleines bisschen erkältet. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie die letzten paar Tage. Gestern und vorgestern konnte ich absolut nicht aufnehmen, da konnte ich nicht lange am Stück reden. Da weil einfach meine Stimme versagt hat und Husten war es noch nicht so schlimm, aber meine Nase war immer komplett zu. Und deswegen ja, kam auch halt kein Weihnachtsspecial. Ich weiß es nicht, glaube, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen aufzunehmen. Ja, mindestens Jimmy in der Post MS würde ich gerne noch bringen. Aber es kommt sowieso erstmal dieses Eternian Rhapsody, wie das Ding heißt. Und dann Jimmy. Weil ich das jetzt nicht auf Vorrat hatte. So. Es sollte aber in Ordnung sein, wenn ich mich nicht allzu sehr hier zur Ausgabe in der Aufnahme. So, ja. Wir können ja jetzt rein theoretisch da runter, ne? Was auch immer da jetzt eine fliegende Schriftrolle ist. Someone left a scroll. The handwriting is remarkably bad. So bad that it's illegible, but at least they left an accompanying tape featuring a dramatic reading of the scroll. Jimmy gives it a listen. The Journey of a Nameless Monk. Chapter 1. Today I leave Sacred Lantern. It is a strange town with people who have numbers for heads. It's not my home, but I called it that for a while. A very short while. Like a few hours maybe. In time, this town will probably fade from my memory, much like how all of the rest of my memories have faded. I tried to give myself a good long look in the mirror today, but I couldn't see my eyes behind my shades. For whatever reason, I just couldn't bring myself to take them off. Strange. Maybe in a past life I had some kind of debilitating mental disorder. Well, anyway, I feel like my journey starts today. I said goodbye to the friends I made here. I don't know if I would really call them friends. I didn't know them that long. Their names were easy to remember, though, because I could just read their heads. I wish life were always that simple. On the plus side, I think I have finally ditched those three weirdos that keep following me around. The bald one in particular really creeps me out. Whatever, I'm leaving now. Here's something I wrote to commemorate my journey. Falling down the hill, the fragile leaves of autumn, my life continues. Haiku. Okay. No, I've been thinking. Achso, blablabla, bla, das hat man schon. Haben wir das eigentlich jetzt Inventar oder so oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Oder so. So. Können wir eigentlich irgendwie Sachen verkaufen oder so? Und Schoko. Blablabla. So. Ach, das ist ja. Warum habe ich das nicht rausgerüstet? Und Lars. Ist zurück. Nun, Chaco. Magic in Attack. Das ist jetzt nicht so schlimm. Bei dem. So. Ja, bla 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 bla. So, geht. Deposit. Nochmal
Lass mal gucken, ob ich irgendwas kaufen hier. Was sinnvoll wäre. Das zum Beispiel. Das zum Beispiel. Okay, so. So, Deposit. Danke. Dann will ich kurz speichern. Wie sieht es denn imaginationmäßig aus? Den haben wir, glaube ich, gelevelt, ne? Genau. Wenn wir das Level 15 erreichen, dann können wir die anderen leveln. So, mal gucken, was jetzt kommt. Auf Enlightenment. Enlightenment. Blablabla, ich kann nicht aussprechen. Mal gucken, was hier für Gegner kommen. Hey, another scroll and another tape. Jimmy gives it a listen. The Journey of a Nameless Monk, Chapter 2. Ah, to be out in nature, it's where men find themselves. Sounds of peaceful streams and birdsong provide the perfect background for self-reflection. That's what they tell me, anyway. Honestly, there's a lot of pollen in the air, and my nose doesn't know how to deal with it. I've been sneezing since I came to this stupid continent. At least there were dragons and stuff in the last one. I've got to get over myself. Got to try new things. Then maybe I find something that clicks, something that reminds me of who I really am. All this nature is really making me creative juices flow. My creative juice. Ja, ich kann. Kann nicht lesen. Here's one for you. Blue Jay in the sky. Chirp, 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 chirp. Shut the hell up, dude. Heiko. Okay, der war gut. Ja. Was haben wir denn für Gegner? Was ist denn das? Burton. Ein fetter Wissenschaftler, okay, und ein Dreieck. Was habt ihr denn drauf? Oh Gott, die FVP. Die Sharpening des Ratchets. Das klingt schon mal gut. Nicht. Okay, aber die haben nicht so viel drauf. Das ist gut. So, und Level Up. Hier ist ein wie heißt es? Scheiße. Ich fällt gerade das Wort nicht ein. Fuck. Dumm. Egal. Was soll's? Bin ich hier irgendwie gegen? Warte mal. Hier kann ich doch bestimmt. Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Was soll's? Ja, falsche Verwandlung, danke. So. Okay. Jetzt sind wir hier oben? Eine Toysbox. Sweet with Love. Angular Suit. Was auch immer das mal schon wieder ist. While the suit is 100% geometrically sound, all those sharp edges hurt. Defense plus 24, Magic Defense plus 24, okay. Das ist doch schon mal besser. Können wir eventuell jemanden die Wizards, die Pick überhaupt geben? Ja, plus 20 Defense wäre schon mal nicht schlecht. Bei dir wäre es echt eine gute Verbesserung. Das hast du noch irgendwas? Nein. Das war sonst. Das Hawaiian-Shirt kann, glaube ich, nur das ausrüsten, ne? War das das, was ihn heilt, eigentlich? Ja, ne? Ich glaube schon. Na gut, so mega viel weiter ist das auch nicht, was soll's. So, was haben wir denn hier? Ach, noch, nee. Die musste erst weg. Die nerven nämlich. So, tschüss. Genau deswegen nehme ich. Josh, okay, super, aua.
Oh, Crit. Nice. Und tschüss. So. Egal, Level 30. Nice. Und der kriegt auch ein Level ab. Der Vampir. So, hier ist eine Lightbulb. Das ist ein Fisch. Okay, du bist einfach weg. Okay. Den müssen wir mal sehen. Was sind das? One Fish. Okay. Oh Mann. Das ist null. Wahrscheinlich Magic Damage, ne? Ja, okay, Magic Damage. Muss ich bei dem benutzen. So, ist das jetzt? Hey, now for Squall, never tape. The Journey of a Nameless Monk, Chapter 3. As I rest under the shadow of what I assume to be some kind of god, I think to myself, what will I find on my journey? The answer seems obvious. I find myself. Maybe I'll discover who I was. But even if I don't, I find out who I am. That was a pretty deep thought. I'm glad I wrote it down. I wonder who this god is. Maybe I used to know. Maybe I used to praise it. Man, that would be awkward, cause I really had to pee and the best place was behind the stitcher. Oh god. I bet if I used to believe in a god, it was a really cool one. Like, maybe it could control fire and run at the speed of light. Ist das eine Anspielung? That would be awesome. Here's something to demonstrate my feelings. Beautiful meadow. Trees sprouting like green oceans. All burns before a turn. Haiku. Okay, der sieht echt ein bisschen strange aus. Aber wir wollen hier weiter hoch. Ist irgendwie eine Wolke. Vielleicht kann man da irgendwas mit einer neuen Imagination machen. Geh ich mal von aus. Du. Und der ist los. Autsch. Und 53 Schaden wird. Krass. So. Nochmal ein Level up. Du heißt mal eben ganz kurz hier. So. Okay, was haben wir hier? Okay. Gott, das sind viele Wege. Gut, die konnten ja jetzt nicht so krass viel. Wie uns hier Schaden. Als Würfel. Das ist fies. Also so ein Auto-Battle hätte ich gerne eigentlich in den Spielen. Das wäre echt, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Attack the appropriate number of times. Okay. Dreimal. Ja, okay. Weil es ein Dreieck ist, verstehst du? Geht es ja noch weiter, oder was? Another tape. The Journey of Nameless Monk, Chapter 4. I must have taken a wrong turn. The cave is weird and freaked me out. I couldn't figure out what to do. I'm going to double back to that statue and figure out what went wrong. Whoever's reading this, I wouldn't go in there if I were you. There are lots of pointy things. Maybe this will better illustrate what I mean. Shapes live in the cave. A triangle bit me, man. This place really sucks. Haiku. Okay. Oh Gott.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie das Rätsel funktioniert, ne? Ich wollte gerade nochmal was ein bisschen lauter machen, damit ihr das... Warum zum Fick ist deine Stimme die ganze Zeit irgendwelche... Da muss ich mir jetzt eine Lösung holen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das interpretieren soll. Ich bin in sowas total schlecht in Rätseln. Sorry, aber ist einfach so. Locations. So, Secret Meridian. Symmetrical Cavern ist es, glaube ich. Genau. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein soll. Aber... Gucken wir mal, was die, hier, wie stark die Gegner hier sind. Okay. Das war eine interessante Musik, muss ich zugeben. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst vor den Gegnern hier. Ich glaube, das ist ein optionaler Dungeon. Oh mein Gott, rot. Dry Ink, oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich sollte hier mal lieber ein bisschen draufhauen. Undulate. Haben wir irgendwas gehabt, womit er Group Magic Damage, ja, hier. Die Musik ein bisschen leiser. So. Und gucken, wie stark die sind. Ah, geht eigentlich. Okay, die sind auch nicht so stark. Ja, wir so kurz in eine Runde durch. Also, könnten gefährlich werden, das 4x3 Angriffe machen, das ist dann echt gefährlich. So, okay. Also der Soundtrack aus dem Spiel ist echt interessant. Ganz ehrlich, ich finde den echt. Gut, was zum Ficken macht denn der hier jetzt? Trent? For how long? I see. One moment. Jimmy, at the numerators. Was ist Trent? Warte mal, das muss ich kurz übersetzen. Trent. Ach, ein Spencer. A truant is a people who stays away from school without permission. Spencer, ja, okay. Spencer, wie lange schon? Ich sehe, einen Moment. Okay. Now, the denominators have to be the same first. Heißt das, Jimmy ist nicht zur Schule gegangen oder was und wurde privat unterrichtet? Ganz viele von denen. Scroll. Und du.